Schwürstadt. Warte mal kurz, bis der hier weg ist. Thank you.
fahren. Einfahrt wieder zumachen. Ich habe wieder die Hälfte nicht gemacht. Ab.
Hallo am Freitagmorgen. Ist schon 7:30. Bin gerade in Landstuhl bei der Liebherr. Oh, Moment. Oh, der Knopf an deiner Hose, der macht mich kaputt. Der drückt in der Ranse. Sorry, war der Akku leer. Na, gleich wieder laden. So. Gerade bei der Liebherr. Habe in 1936 geladen. Dann fahre ich jetzt zu uns auf die Dämonie ins Kapiteltal. Nicht zu uns, sondern für eine andere Firma, aber halt bei uns in der Nähe. Dann hole ich in Kriegenbach einen 926 Kompakt. Habe ich auch damals hingefahren, das war der mit den Gummiketten. Den hole ich für hierher. Dann fahre ich von hier aus, lade ich dann wieder einen 2-Wege-Rail-Bagger. 2-Wege-Rail, das war doppelt gemoppelt, einen 2-Wege-Bagger. Ein Bagger, der auf Straße und auf Schienen fahren kann, mit Gleisen. Fahre ich dann rüber nach St. Ingbert zur Bahnbau. So, bin jetzt auf der Zack. Wo ist er dann jetzt hingefahren? War doch eben noch vor mir.
zum Wachwerden. Niemanden. Der Büro hat auch niemanden erreicht. Der Bagger hat Gummiketten. Gehen wir mal spazieren, aber ich glaube, ich fahre mein Fahrzeug noch da rein schnell. Augenblick. Auf dem Weg hierher hat irgendwo rechts an der Seite ein extrem lautes Krachen. Und im Display stand Bremse treten oder Bremse benutzen sofort. Ich habe angehalten, habe mir das alles angeguckt. Also ich sehe nichts. Weder laufen irgendwelche Betriebsstoffe aus, noch werde ich irgendwie Luft abblasen, ziehen halt. Ich glaube, ich komme da niemals durch. Hier schon Probleme. Unsere Dispo erreicht niemand. Bleib jetzt hier stehen und dann laufe ich halt runter in dort und hol den Bagger. Fahr den auf die Kette hoch. So, einen Schlüssel nehme ich mir auf alle Fälle mit, dass kein Schlüssel vor Ort ist. Waren nicht mehr mit, ne? So, war ein Satz mit X. Der Bagger ist noch nicht abholbereit. Da kann erst zum Montag oder Dienstag geholt werden, aber es ist ein Fehler von dem Vermieter. Alles gut, genau. Ich fahre jetzt hier leer wieder weg. Falls leer zurück nach Landstuhl und dort lade ich dann den 2-Wege-Bagger.
Und noch ein Gruß geht raus an die Kollegen der Firma Halici. Den Zwei-Wege-Bagger war übrigens der Bagger, den ich damals in Dettingen geladen hatte. Habe ich dann bei der Lieper geladen wieder und den nach St. Ingbert gebracht zur Firma Bahnbau. Das habe ich nicht gefilmt. Eine große Fremdfirma. Ich habe nicht gefragt, ob ich filmen darf. Bin dann von St. Ingbert zurück nach Rockenhausen auf unseren RC-Platz und lade jetzt hier unseren Mezzobrecher. Sorry, meine Stimme, ich bin gerade etwas erkältet. Montagmorgen. Montagmorgen geht es dann rüber nach Bodenheim, Herr Mainz. Das passt, da ich heute Abend sowieso früher, etwas früher nach Hause wollte. Maschinenwagen sauber. Das Brecher verladen eben, das war übrigens, weil der rechte Fahrhebel hängt. Normal, wenn du den Fahrhebel bedienst. Wenn du den Fahrhebel bedienst und dann, wenn du den loslässt, springt der normal wieder in die Nullstellung quasi zurück. Der macht das hier halt nicht mehr. Deshalb hat der Brecher so geschwänzelt vorhin. Fahrhübel. Geil. Also. Da haben wir es wieder mal geschafft für diese Woche. Auch für diese Folge.
schwänzelt. Die Kamera schwänzelt hin und her. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder etwas Spaß gemacht. Aber Bodenheim, meine Bodenheim.